Herzlich willkommen bei diesem Video. So, schauen wir doch mal. So, Moment, jetzt habe ich das natürlich nicht reagiert. Is this a tea party? Das hatten wir ja schon mal. I know. I understand. What? Die ist es nicht. We can show them. We can make them understand. What it's like. Okay. Also ich habe jetzt nochmal den Treiber nochmal neu installiert. Ja, mal gucken. Das war eigentlich der neueste Treiber drauf. Sogar optimiert hier für das Spiel wieder. Aber irgendwie macht er doch nicht das, was er soll. Dann jetzt zu Ende geht und weiter. This room, it feels very familiar. Denn wir wollen ja alle wissen, wie es weitergeht. Hey, another one of those butterflies. Nichts, aber hier. Locked. Four slots. I guess that means four butterflies. Den habe ich nicht. Schmetterling fehlt. Aber wir brauchen ja auch noch eine Maske, ne? This one looks tough. Don't think I can cut through. I don't need her. She took my mom away from me. I hate her. I wish she was dead. Lily, I. No, it was not my fault. What the hell's happening to me? And another one. Der Fehlende. Können wir das da jetzt reinsetzen? Save yourself. Let me help you. What about her? Leave her. Let her burn. Oh God. That's three. This place is like an emotional graveyard. Sonst ist nichts mehr. Ich dachte, jetzt kann man hier vielleicht noch was sehen. So, dann muss der Spiegel quasi hier wieder rein.
Maske. But I can't leave her here. She'll die. Good. Remember, Mommy. It's all her fault. No. She's my sister. Then set me free. And I will save you both. Ah! Shit! Hätte ich jetzt rennen müssen? Bei Energie hatte ich ja, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Meine Mitte drücken konnte ich nicht. Na, hier merkt man schon immer, dass es irgendwie hakt, ne? Its way out with our lives. Lily, I need to find her. Okay. Auf geht's weiter. Jetzt läuft's wieder. Das ist einmal Treiber neu installiert. Jetzt funktioniert es wieder. Ist doch schön. Huh. The basement looks almost intact. Maybe I'll find some clues down here. Er ist irgendwo da draußen. So viel ist klar. Verdammt, die Tatsache, dass ich das hier schreibe und nicht sabbernd in irgendeiner Ecke liege, ist Beweis genug dafür. Ich muss ihn nur finden. Schon lustig. Ich wollte immer durchgestrichen alleine der Einzige sein. Jetzt glaube ich langsam, dass es nie wirklich zwei von uns gab. Vielleicht waren wir immer nur zwei Seiten derselben Münze. Wie dem auch sei, ich brauche ihn. Ich brauche mich, um sie zu retten. Heute hat sie Geburtstag, 27.02. An diesem Tag muss ich immer daran zurückdenken, als ich sie zum ersten Mal sah. Diese wunderbare kleine Kreatur. Ich hätte damals alles gegeben, um ihr Vater zu sein. Um diesen anderen Teil von mir verstummen zu lassen. Und jetzt will ich ihn um jeden Preis zurück. Um ihr zu helfen. Um sie zu retten. Ich glaube, ich habe endlich einen Weg gefunden. Er ist riskant. Aber das ist unsere einzige Chance, wenn es nicht funktioniert. Nein, es wird funktionieren. Das muss es. So, hier ist wieder was versteckt. No. Tell me about the fire, Lily. You were locked in, alone? No. We were not alone. No? Who else was there? The voice. I didn't invite it, but it came anyway. Oh, Lily.
Daddy? Where is Marianne? She needs to stay at the hospital a while longer. Will she be all right? I want to see her. She's asleep, honey. The doctors aren't sure when she's gonna wake up. I was in a coma. That's why I couldn't remember anything. Lily, listen. You have to come with me now. Daddy? Where are you taking me? I'm sorry, baby. I'm so sorry. Thomas. What the hell did you do to her? Sie ist krank, aber es ist nicht körperlich. Er hat recht. In dieser furchtbaren Nacht, etwas ist damals erwacht, etwas wurde geboren in ihr. Es frisst sie von innen auf, zehrt von ihrer Kraft, ihr kleiner Körper verkümmert. Ich muss etwas unternehmen. Wir müssen etwas unternehmen. Das ist natürlich nicht so schön. Da geht's weiter, da geht's weiter. Geh ich erstmal hier rein. Barely legible. But I can still make out some of it. Rechnung, Frage der Zeit, Uhrenladen, Krakau, Kotz, Kastgrastraße, Bestellungen, Raute 342, Preis 600 Slotti, Datum 14.04.1976. A lot of love was put into this, but there's sadness too. Schön Jahrestag, 10 Jahre, wie die Zeit vergeht. Hier ist eine Kleinigkeit, damit du sie nicht aus den Augen verlierst. Ich liebe dich, du Dummkopf. Ja, wollte ich doch gar nicht. Okay, gut, dass wir hier drin waren. Jetzt können wir da hinten rein. Okay. Jesus, this thing is serious. Looks like it's military. Solid steel. Combination lock. Ich mach das einfach mal. Man nicht eben. Welche Schriftstücke hatten wir? Hier war nichts.
Gibt's noch da sonstiges? Nee, oder? Ich dachte eben gerade, es wäre vielleicht das Datum gewesen, aber... Na, Postkarten des Hausmeisters könnte es ja nicht sein. Fotos? Kann die leider auch nicht drehen. Eigentlich auch nicht. Notizen, alles. Gegenstände? Nee. Ach, ich bin ja. Ist ja leicht. Ich muss einfach nur. Man sieht es ja. Oder nur die drei. Wow, mit der Maus ist echt empfindlich. Ja, und jetzt? Das hatte ich schon. Es gibt ja eigentlich nur diese paar Möglichkeiten, ne? Wenn wir jetzt Jahreszahlen eingeben,
for a pound. Stimmt. Welche Geräusche sind hier doch? Ja, das ist echt doof. Was wir da noch machen müssen. Oh, naja. Es ist vollbracht. Sie werden es nie erfahren. Sie dürfen es nie erfahren. Sie würden nicht verstehen. Sie könnten mir nicht vergeben. Aber sie sind sicher. Das ist alles, was zählt. Trennung, das ist der einzige Weg. Hier müssen wir irgendwie wieder Strom besorgen. What is this place? Some sort of a fallout shelter? Mal kurz hier. Okay, hier ist nichts. Also müssen wir da rein. There. That looks like a way out. But it's half underwater. Das Wasser hinter. Das wollen wir natürlich nicht riskieren. Wir könnten jetzt. Okay. Gucken wir erstmal einmal hier. Kann man hier hoch? Nope. Geht's nicht weiter. Wir schauen uns das mal einmal um. Fuck, ist das groß hier. Okay. Weiter hier lang. Okay, hier ist Wasser. Okay.
Maybe I could pump out the water from here. Ja, finde einen Weg durch den Untergrund, hä? Oder ist hier eine Verbindungstür? Noch einen anderen Weg quasi gefunden. Na okay, macht ja nichts. Als wir zum ersten Mal über das Gelände stolperten, dachten wir, dass es sich nur um einen alten deutschen Bunker handelte. Aber ein paar Korridore, vielleicht ein paar alte Vorräte. Nach 2 Wochen ausgraben wussten wir, dass das alte Schnauzbärtchen große Pläne für diesen Ort gehabt haben musste. Ein ganzes System von unterirdischen Tunneln, Stahlbetonwänden, das komplette Programm. Er wollte sich wohl einen kleinen Rückzugsort im Wald bauen, falls die ganze Sache mit der Herrenrasse nicht klappen sollte. Die Roten taten, was sie am besten können. Sie rissen es sich unter den Nagel, sie wollten es in einen vollwertigen Atombunker umwandeln, brachten sogar das Stromnetz zum Laufen. Aber weiter sind sie nicht gekommen, bevor der Traum von Niva in die Hose ging. Zu meinem Glück war die ganze Sache streng geheim, und ich habe dafür gesorgt, dass das auch so blieb. Soweit ich weiß, starben die meisten Menschen, die davon wussten, bei dem Massaker. Ich würde es nicht gerade einen Silberstreif nennen, aber trotzdem. Wenn etwas schief geht, haben wir einen Ort, an dem wir uns verstecken können. Ah, okay, ja, dafür müssen wir den Strom anmachen. Also hätten wir doch hier lang. Okay, let's get a lay of the land. Pumpstation, Übersicht. Erstens, westliche Kammer, 1A, Ventiltank 1. Zweite, zentrale Kammer, 2A, nördlicher Ausgang. Drittens, Kontrollraum, viertens, östliche Kammer, 4A, Ventiltank 2. Ja, okay, jetzt müssen wir... Gut, da müssen wir uns das merken. Ungefähr. Wenn wir dann nämlich wieder Saft drauf geben, weil wir müssen ja jetzt nämlich die Dinger dann machen. Saft. Gespeichert hat's jetzt. Yes, it's on. Gut, Wassertank 1. Oh shit. Looks like both retention tanks are closed off. Maybe I could get down there and open them manually. Na toll. So, jetzt machen wir erstmal Tank 2. Hoppala. Nazi. Bitch! Grateful. Not for me. Not for me. Where would you be? What would you be? Burnt, charged, scorched, dead. You owe me! Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Ciao.